Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Pokémon Colosseum. Kämpfen wir gegen dieses Papasöhnchen. Diesem Schnösel. Ich hab schon wieder. Ich hab schon wieder vergessen, das blöde Keifel umzuändern. Manno. Da ich mehr oder minder eh nur auf Psyan angewiesen bin, kann ich genauso gut tauschen, aber. Ach. Also ehrlich, manchmal zweifle ich daran, dass ich überhaupt ein Hirn habe. Manchmal schon. Muss ich ganz ehrlich sein. Wenn ich genau weiß, dass Keifel fertig ist, ich Sneeble benutzen sollte und es nicht tue, dann zweifle ich doch wirklich sehr an meinem Hirn. Aber okay. Ich lebe ja immer noch. Irgendwie. Irgendwie mache ich das ja bisher ganz gut. Natürlich, im Notfall könnte ich mich hier sogar wiederbeleben, wenn ich wollen würde. Na, wenn mein Psyana, sag ich mal, den Geist aufgibt, dann kann ich immer noch sagen, okay, ich heile mich eben schnell. Abgesang. Wow, 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 das trifft sowieso alle. Ha. Ah nein, du brauchst mir das nicht alles zählen. Ah Gott. Ich bin doch nicht doof. Ich kann doch selber gucken. Naja, 10 in dem Fall, aber meine Güte. Ziemlich nervig eigentlich, so wenn ich drüber nachdenke. Aber gut, das war's jetzt. Das war's für diesen Kampf. Da kann das Altaria machen, was es will. Das ist jetzt weg. Und dann können wir weitermachen. Ja, sag ich doch. Ein Papasöhnchen. Ein reines Papasöhnchen. Wow. Papa! Papa! Jetzt muss ich Papa stärkere Pokémon schenken. Oh Gott. Okay. Dann geben wir Zero wieder den Drachenzahn. Jawohl. Ja, und jetzt ist Lachtara mal dran mit dem EP-Teiler. Jawohl. Dann wird Keifel ausgetauscht gegen Sneeble. Und wir sind fertig mit dem Tauschen. Wunderbar. Willst du meine Abhandlung über Pokémon-Kämpfe lesen? Nein. Nein, eigentlich nicht. Willy und Armaldo. Das sind schon mal interessantere Pokémon. Also Willy jetzt weniger. Wir haben, glaube ich, immer die Vorentwicklung gesehen, ja. Aber Armaldo war immer so ein Pokémon, was ich dann doch ganz cool fand. Doch, muss ich ehrlich sagen, das fand ich schon wieder sehr nett. Gute Entscheidung, dass Sneeble es mit Kryptoschlag attackieren sollte. Ja. Nach wie vor nicht hilfreich. Ist einfach nicht hilfreich, wenn sich die Pokémon dann entscheiden. Ich habe keine Lust dazu reagieren. Nee, mach ich nicht. Nee. Goddammit.
Nee, nee, nee. Ja, alle deine Werte steigen. Ich kenne das. So, aber dadurch, dass Zero kein Krypto-Pokémon ist und ich Keim für nicht in den Kampf mitnehmen muss, dadurch, dass er soweit fertig ist, kann ich wenigstens Armaldo direkt vernichten. Ohne da hingucken zu müssen. Es ist klar, es ist fertig, es ist gut, es ist gut, es ist schön, es ist fein, es ist prima. Und nach Tara kann wenigstens mal wieder ein bisschen Erfahrung kriegen. Wow. Und direkt nach den prähistorischen Pokémon hier kommen wir auf einmal mit einem Scaraborn an. Ich weiß auch nicht. Verkehrte Welt irgendwie für mich. Nicht richtig schlimm. Darum geht's gar nicht. Einfach nur prähistorische, super coole Pokémon. Scaraborn. Okay. Was auch immer. Entschuldigt, ich habe mal eben ganz schnell was getrunken. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht großartig gehört. Ich denke mal nicht. Ja. Hunona ist schon wieder ein bisschen interessanter. Also Mythologie und alles, ne? Aber Scaraborn. Naja. Jemand hier, der gerne Scaraborn benutzt hat? Ich nehme mich nicht. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe Scaraborn fast nie benutzt. Deswegen frage ich. Irgendjemand, der mir hier irgendwas erzählen kann über Scaraborn, was ich so verpasst haben würde. Dadurch, dass ich ihn nicht benutzt habe. Paralyse-Effekt wäre jetzt übrigens ganz schön. Ja. Nein, natürlich nicht. Wenn ich den Paralyse-Effekt mal brauche, dann ist er nicht da. Gut. Warum auch? Sowas liebe ich ja auch. Pokémon, die nur verwirren. Nur verwirren. Ich meine, ich kann's auch. Das ist nicht die Sache. Ist nur immer ärgerlich, wenn sie es machen. So, Vulnona ist erledigt. Wunderbar. Ich gehe mal davon aus, dass Scaraborn nicht das Spiegelcape beherrscht. Ist nur so eine reine Vermutung, aber ich glaube, es kann das gar nicht. Konter, ja, Spiegelcape, nein. Was ich sehr praktisch finde. Na, schade. Ich dachte jetzt so nach dem letzten Desaster da mit Verwirrung, wo ich mich die ganze Zeit selber gehauen habe, ist das Spiel mal gnädig zu mir. Aber jetzt geht's wieder los, dass ich mich wieder nur noch selber haue und Adam Feedender einsetzt. Was ja bei Psyana sehr üble Schäden verursacht hat. Wo ich erst gedacht habe, das ist eine Instant-Death-Attacke, weil ich mich an diese Attacke viel Ender nicht mal mehr dran erinnere. Aber zum Glück ist sie ja keine Instant-Todesattacke. Und mit dem Surfer war es das dann auch. Und dann können wir schon zu Arealleiter Nummer 9 gehen. Wunderbar. Bin ja sehr froh darüber. Ich glaube, ich sollte deine Abhandlung lesen. Ich werde meine Abhandlung um ein Kapitel über den Kampf mit dir erweitern. Freu dich jetzt schon auf meine Abhandlung. Natürlich. Krieg ich eine Kopie umsonst? Endlich, in Areal 9 bin nur noch ich übrig. Greif ganz vorsichtig an. Warum? Rivers. Rivière. Okay. Bring it. Tropius und Kapalores. Beide Level 60. Ich bin immer noch 10 Level drüber. Also unter Umständen, na, ich krieg keine Instant-Todesattacken mehr hin, leider.
Ich meine, das waren gute Zeiten, ne? Als das noch funktioniert hat. Oh Gott. Holy cow! Das war... Hey, Karamba! Nicht schlecht! Ja, Tropius will einen Solarstrahl abfeuern. Bitte sehr, versuch's doch. Ich hoffe, dass Zero jetzt schnell genug ist. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es einfach mal. Ich komme nicht mehr ganz auf diese Instant-Todes-Dinger drauf. Das ist schade. Richtig schade. Zumal sie dann in Areal 10 wahrscheinlich alle so um die Level 60 Pokémon haben und ja. Das wird dann wird seltener funktionieren. Bei Gifloy zum Beispiel funktioniert es auf jeden Fall, da wird sofort sterben. Aber trotzdem, bisschen ärgerlich. Ganz kleines bisschen nur, aber ärgerlich. Okay, Gifloy sollte sterben. Dadurch, dass es eben anfällig dafür ist, was ich sehr gut finde. Und tschüss. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Auch wenn die Todesanimation mir dabei definitiv zu lange dauert. Rubella schwebt. Ist das normal? Hat Rubella nicht Füße? Bilde ich mir was ein? Ich meine, Rubella schwebt normalerweise nicht. Na egal. Und ein Tengulis, natürlich. Irgendwas, was mich nervt, muss ja kommen. Ach. Ach, ey. Versuchen, was zu paralysieren. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. Bitte werd paralysiert. Je höher der Spezialangriff natürlich jetzt geht, desto besser läuft das mit Psyana dabei. Aber sehr, sehr wichtig ist, dieses Tengulis zu besiegen. Das war schon mal ein guter Schaden jetzt, Paralyse. Nein, schade. Wäre toll gewesen. Hätte mich sehr gefreut. Aber gut. Diese Runde, so wie ich das jetzt einschätze, wird es diese Runde besiegt. Und dann ist gut. Dann habe ich gewonnen. Dann fehlen nur noch 10 Kämpfe. Die kann ich fast an der Hand ablesen schon. Das ist awesome. Jawohl. Areal 10. Here we come. Giga Gaga. Gigidi, Gigidi, Gigidi. Ja, ich frage mich, wie weit du noch kommen kannst. Als nächstes kommt Areal 10. Aber hol dir vorher in der Station eine Pokécoupons ab. Natürlich. Areal 10. Oh yeah. Glückwunsch, du hast Areal 9 gemeistert. Nun, hier sind die Pokécoupons als Belohnung. 1000 Stück. Yeah. Yeah. Pokémon-Lagerungssystem. Was ist denn das nächste? Griffel. Na, supi. Ist ja unbedingt so ein Pokémon, was ich dabei haben möchte, nicht wahr? Natürlich. Aber okay, 5 Stück sind wenigstens fertig. Also, es hat sich gelohnt. Doch ja. Meine Spielzeit geht saumäßig hoch, während ich hier mich durchkämpfe. Aber gut, die letzten 10 Trainer. Bravo, Kleiner, das ist bis Areal 10 geschafft. Nun, dann werde ich, Wakuzi, jetzt dein Gegner sein. Wakuzi. Okay, nicht Jacuzzi oder so. Okay, Relikant, Geowatz. Keine Pokémon, die wir nicht schon gesehen haben. Sollten kein Problem darstellen. Hoffe ich doch mal.
Und überleben tun sie meine Attacken immer noch nicht. Gut. Habe ich wenigstens die normalen Trainer, deren Pokémon dann meine Attacken nicht überleben. Das finde ich gut. Ah nein, das finde ich schlecht. Noctuska finde ich schlecht. Noctuska finde ich furchtbar. Relikant, ach, Relikant halt. Das ist ein Fisch. Haut man Sneeble nebenbei um, aber hey. Ja, ist okay. Mein Gott. Ja, diese Wertsteigerung, ne? Ich müsste jetzt eigentlich Griffe reinpacken, aber das Noctuska hat mich vor mir jetzt mal so sehr genervt, das mache ich nicht nochmal mit. Also, nee. Irgendwann ist aber gut bei solchen Sachen, ne? Und das Noctuska da beim letzten Mal, ne? Aber nie nochmal. Nie nochmal. Ne? Paralyse. Paralyse. Verdammt nochmal. Beim letzten Mal. Also was ist beim letzten Mal? Da wo ich es damals benutzt habe, da ging das so oft, ne? Mit. Leicht ärgerlich. Das sind 24 HP, KP, KP in dem Fall. Ich verwechsel es immer noch. Und ich habe nicht mal daneben her was draufgenommen. Also, keine Ahnung, aber ist ja egal. HP, nicht HP. Ich weiß sowieso nicht, warum sie die alle paar Minuten ändern müssen. Ist nicht so, dass da. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich glaube nicht, dass irgendwo ein Patent auf HP besteht. Ich glaube nicht, dass jemand HP als eingetragenes Warezeichen hat. Also in solchen Spielen als Messlatte daran, wie viel ein Gegner noch einstecken kann. Glaube ich nicht. Es würde mich nicht großartig wundern, aber ich glaube es nicht. Sandama geht so down, sehr schön. Wir machen gute Fortschritte. Dann bleiben wir wohl wirklich doch bei drei Videos nur, bis wir da fertig sind. Du kämpfst ja wie ein alter Hase. Nur noch 9 Posten, streng dich an. Ja, ich weiß, ich kann es förmlich riechen, den Geschmack des Sieges hier. Hast du es nur bis hierher geschafft, Grünschnabel. Weiter kommst du jedenfalls nicht. Na gut, die ersten beiden Pokémon von ihr sind jetzt aber nicht unbedingt Gegner, die ich, sagen wir mal, Gegner, mit denen ich Probleme haben sollte. Ja. So, schluck welche weg. Golbat lebt ein bisschen länger. Kann noch einen Tag, eine Runde länger überleben. Slimeok ist auch wieder. Kein Problem eigentlich. Ja, nur Sneeble hat jetzt gerade echt schlechte Karten hier drin. Meine Güte. Da kann es nichts für. Das ist einfach, das sind Level 60 Pokémon. Das sind mit 43 hier drin. Wenn sie dann noch einen guten Treffer hinlegen, dann ist es halt erledigt. Da kann es nichts für. Da kann ich nicht mal sagen, dass es wirklich so ist. Also, dass es schlimm ist. Mondschein. Was macht der Mondschein? Führt KP auf. Die Menge hängt vom Wetter ab. Huh. Ja. Nimm's mit. Passt schon. Oh wow, oh wow, Griffe, wow. Bringt sich jetzt selber um, aber es hat die Attacke überlebt. Ich hätte jetzt gedacht, dass es, naja, nur mal wegfällt, ne?
Nicht schlecht, Griffel. Nicht schlecht. Ich bin leicht beeindruckt. Doch, ja. Muss ich ehrlich sein. Ich bin leicht beeindruckt, dass Griffel die Attacke überhaupt überlebt hat. Okay, Psychokinese auf Tentoxa und den Hyperstrahl auf das Golbat. Ich denke nicht, dass Golbat dadurch vernichtet wird, aber... Das wird schon. Zumindest das Tentoxa ist erstmal weg. Ha, ha, ha. Ja, jetzt noch einmal die Matschbombe. Und das war's für diesen Kampf. Wunderbar! Nur noch. Du hast jetzt 8? Ja, nur noch 8. Nur noch 8 Stück. Fantastischer Kampf. Ja, ja, in der Tat. Nur noch 8 Posten, jetzt nicht nervös werden. Leichter gesagt als getan, so, ne? Mich willst du besiegen? Vollkommen lächerlich. Lächerlich, sag ich dir, lächerlich. Jök, oder Jock. Ja, Jock. Okay. Kadabra und Groink. Zwei Feinde, die nervig sein könnten, gemessen daran, dass sie, naja, beides Psycho-Pokémon sind. Und Elmira dann leichte Probleme machen könnten, aber, wird schon. Feuerschlag. Ha. Das arme Sneeble, ganz ehrlich. Das tut mir irgendwie schon echt leid. Ich meine, das kann nichts dafür, dass es gegen solche Gegner kämpfen muss. Genauso wie das Griffel. Aber das Griffel mir irgendwie weniger leid tut, weil ich Griffel nicht persönlich mag, aber... Meine Güte. So, Kadabra ist wenigstens weg. Metam. Schon wieder ein Metam, weil ich Metam ja so toll finde. Nicht wahr? Natürlich. War abzusehen. Aber gut, jetzt momentan sind die Krypto-Pokémon bei mir eher so eine Art, ja, keine Ahnung, nicht mal ein Schutzschild. Jetzt sind sie einfach da, weil sie mitgeschliffen werden. Aber vermutlich werden sie hier halt nicht großartig viel überleben können. Was nicht schlimm ist, wie gesagt, aber... Es ist halt ein bisschen ärgerlich, dass ich hier jetzt mitschleife. Vor allen Dingen für die Pokémon. Ja, für die Pokémon ist es irgendwie ein bisschen ärgerlich her. Ja, aber das wird schon. Was haben wir noch neben dem Metang? Was ziehst du aus dem Hut? Ein Lunastein. Alles so Pokémon, bei denen man Psychokinese nicht so richtig funktioniert. Das ist ja ärgerlich. Aber gut, wir sind immer noch nur bei 4 Pokémon pro Trainer. Das ist gut, das gefällt mir. Und mein Zero ist ja auch definitiv nicht mehr zu unterschätzen. Also wird das schon. Aber es hat ziemlich platte Füße. Konnte ich gerade so beobachten. Ziemlich platte Füße, sag ich nur. Der Sternenhieb. Ein Schlag angeführt mit galaktischer Power. Na, das kann ein Weilchen dauern, das Metang zu besiegen. Sieht zumindest so aus, als würde es jetzt ein Weilchen dauern, aber gut. Ei, Karamba. Paralyse? Mein Gott, wieso keine Paralyse mehr? Damals, wo ich Drachenodem die ganze Zeit einsetzen konnte, da war es
Paralyse ohne Ende. Das ist echt ärgerlich. Jetzt gerade ist es so Paralyse? Nah. Was ist Paralyse? Kann man das essen? Ist es besiegt? Ist es besiegt, ne? Yes. Ausgezeichnet. Gut, Leute. Beim nächsten Mal kommen die letzten Posten ran. Und dann können wir hoffentlich den Duellberg hinter uns lassen und voranschreiten zum Finale des Spiels, nachdem ich sie einfach eiskalt im Lagerturm habe sitzen lassen. Dabei dachte ich, ich wäre stärker als du. Bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und Tschüss. Es bleibt spannend, zumindest für mich hier auf dem Duellberg.